erwerbsfähiger Bevölkerung als auch mit dem größten Arbeitsplatzangebot. Heute kann man diese Daten gehen. Wir haben in Luxemburg 222.000 Grenzgänger. 52% kommen aus Frankreich, 24 aus Deutschland, 24 aus Belgien. Und aus, für die, alle die Pendler, die aus Deutschland kommen, es sind ungefähr circa zwischen 25% und 30% aus dem Saarland. Beachtlich ist der Anteil der Grenzgänger an den Beschäftigten in Luxemburg. Fast jeder zweite Arbeitnehmer in Luxemburg überquert regelmäßig die luxemburgische Grenze, um zur Arbeit zu gelangen. Aktuell sind es rund 47%. Es wird aber damit gerechnet, dass dieser Anteil den der Ortsansässigen in absehbarer Zeit übertreffen wird. Darüber hinaus sind nach dem luxemburgischen Statistikamt Statec insgesamt fast 75% der Beschäftigten in Luxemburg ausländische Staatsbürger. Die damit einhergehende Multikulturalität und Mehrsprachigkeit in dem Land erleichtern auf der einen Seite die Migration, auf der anderen Seite ist es auch eine Herausforderung, die zahlreichen unterschiedlichen Sprachen und Kulturen zu integrieren. Die Attraktivität des Landes und Arbeitskräftesicherung ist von großer Bedeutung im Großherzogtum, da das Wachstum eher besonders abhängig ist von der Integration ausländischer Fach- und Arbeitskräfte. Darüber hinaus finden sich auch Anknüpfungspunkte in den Strategiepapieren zu den Themen Forschung und Innovation, Digitalisierung und künstliche Intelligenz, die derzeit in Luxemburg besonders im Fokus der politischen Agenda stehen. Verschiedene Ansatzpunkte werden von politischer Seite verfolgt. So ist zum Beispiel am 1. September 2023 das neue Gesetz zur erleichterten Einstellung von Drittstaatenangehörigen in Kraft getreten. Seither haben Drittstaatenangehörige, die im Rahmen der Familienzusammenführung in Luxemburg leben, freien Zugang zum Arbeitsmarkt und benötigen keine Arbeitserlaubnis mehr. Auch für die Arbeitsagentur ADEM, ADEM, Agence pour le Développement de l'Emploi, das ist wie die Bundesagentur für Arbeit hier in Deutschland, so auch für die ADEM, keinen sogenannten Arbeitsmarkttest mehr durch bei der Einstellung von Asylbewerbern, für die eine temporäre Beschäftigungserlaubnis beantragt wird. Darüber hinaus wurde der Aufenthaltstitel zur Arbeitssuche oder Unternehmensgründung für Hochschulabsolventen und Forschende aus Drittstaaten von 9 auf 12 Monate verlängert. Es ist abzuwarten, wie sich das neue Gesetz auf die Anwanderung aus Drittländern auswirkt. Basierend auf den Daten der ADEM aus dem Vorjahr wird jährlich eine Liste veröffentlicht, die aktuell von einem besonders starken Mangel betroffenen Berufen beinhaltet. Beispielsweise fielen 30 Berufe im Jahre 2023 in diese Kategorie. Bank- und Fondsberufe, Handwerker, Ingenieure, Maschinenbediener und Techniker, aber auch Kranken- und Pflegeberufe, Psychologen, Sozialarbeiter und Pädagogen, Juristen, Berater und Projektmanager, Wirtschaftsprüfer und Buchhalter, Personalvermittler, Wissenschaftler und IT-Beruf natürlich. Die Nachbarregionen Luxemburgs, zu denen das Saarland gehört, können sich natürlich von diesen Elementen inspirieren lassen, um ihre Ausbildung möglicherweise so auszurichten, dass die Bürger diese Berufe später in Luxemburg ausüben. Ich weiß, das ist wirklich keine leichte Aufgabe, denn Prognosen können sich sehr schnell ändern natürlich. Eine weitere wichtige Grundlage der Beobachtung der Fachkräftesituation
sind die regelmäßig aktualisierten Studien nach Wirtschaftssektoren, die in Kooperation mit den verschiedenen Verbänden, Kammern und der ADEM pro Branche erstellt werden. Ende Februar 2024 wurde die 10. Studie veröffentlicht, die sich mit den Berufen der IT-Branche beschäftigt. Als übergeordnete Strategie wurde in einem interministeriellen Komitee die Luxembourg Talent Attraction Strategy ausgearbeitet. Dieser Aktionsplan beinhaltet 7 Maßnahmen, die von gezielten Besuchen im Ausland über bilaterale Kooperationen zur Fachkräfteanwerbung bis hin zur Vereinfachung von Verfahren zur Einwanderung und Diplomanerkennung reichen. Auch die Verhandlungen über Steuerabkommen für Telearbeit mit den unmittelbaren Nachbarländern sollen fortgesetzt und eine Verbesserung der Datengrundlage sowie der Ausbau der Online-Karriereplattform geschaffen werden. Der Fachkräftemangel in Luxemburg äußert sich insbesondere in einem Mismatch zwischen den auf dem Markt verfügbaren Kompetenzen der Arbeitssuchenden und den Bedürfnissen der sozioökonomischen Akteure. Das ist ein Zitat von Frau Ines Bahr. Sie ist Leiterin der Abteilung Datenstatistiken und Arbeitsmarktstudien der ADEM. Die luxemburgische Arbeitsagentur ADEM hat dazu das Programm Skillsplan entwickelt und das Thema Weiterbildung sowohl bei den Arbeitnehmern als auch in den Betrieben, besonders den kleinen und mittleren Unternehmen, voranzutreiben und zu unterstützen. Dieses Programm integriert die bisherige Future Skills Initiative der ADEM mit dem Ziel, das präventive Reskilling und Upskilling von Arbeitnehmern zu erleichtern und dadurch qualifizierte Arbeitskräfte zu sichern. Im Bereich Beratung und Weiterbildung sind darüber hinaus in Luxemburg das Maison de l'Orientation und das von INFPC, Institut National de la Formation Professionnelle Continue, Nationales Institut für berufliche Weiterbildung. So im Bereich Beratung und Weiterbildung sind darüber hinaus in Luxemburg das Maison de l'Orientation und das vom INFPC konzipierte und verwaltete Lifelong Learning Portal zu nennen. Wobei ersteres Jugendliche und Schüler als Zielgruppe adressiert und das zweite sich an berufliche Weiterbildung Interessierte richtet. Ein Wort über die OECD. Mit dem besonderen Augenmerk auf die Bedeutung, den speziellen Bedarf und das Erlangen der gesuchten Kompetenzen hat die luxemburgische Regierung in 2021 die OECD mit der Erstellung einer Studie zum Kompetenzbedarf in Luxemburg beauftragt. Die OECD Skill Strategy Luxemburg wurde unterstützt von einem interministeriellen Team mit Beteiligten aus dem Bildungsministerium, dem Wissenschaftsministerium und dem Arbeitsministerium sowie der ADEM und profitierte von einer Kofinanzierung der Europäischen Kommission. Auch wurden großregionale Arbeitsmarktakteure und Experten, darunter auch die IBA, in Interviews befragt und konnten sich an Workshops beteiligen, da die grenzüberschreitende Dimension gerade für Luxemburg von großer Bedeutung ist. Die Einschätzungen und Empfehlungen der OECD wurden im Februar 2023 präsentiert und bestehen aus 4 Hauptthemenbereichen. Eine Priorität ist die Schaffung Arbeitsmarktrelevanter, berufliche Weiterbildung und Maßnahmen zur Förderung lebenslangen Lernens, insbesondere Upskilling und Reskilling von Arbeitnehmern.
Die Attraktivität des Landes für Arbeitskräfte ist ein weiterer Schwerpunkt, sowie die Koordinierung von Daten im Bereich der Kompetenzen sowie die Verstärkung von Synergien in diesem Bereich. Gruppiert in die vier Themenbereiche sind aus der Studie rund 50 Empfehlungen hervorgegangen, die der Regierung vorgelegt wurden. In Hinblick auf die grenzüberschreitende Zusammenarbeit beziehen Sie die Empfehlungen vor allem auf die Entwicklung von Kooperationsvereinbarungen zur Bereitstellung von Erwachsenenbildung zwischen den Akteuren in der Großregion. Auch die Mobilität für Grenzgänger wird thematisiert und ein erleichterter Zugang für Grenzgänger durch die weitere Förderung des grenzüberschreitenden Transports empfohlen, sowie die Unterstützung der Schaffung und Nutzung von Coworking Spaces in der Nähe von den Grenzen. Eine größere Flexibilität in Bezug auf Arbeitszeiten und die Erweiterung der Möglichkeiten für Telearbeit sind laut der Studie empfehlenswert. Ein wichtiger Punkt ist für die OECD der Aufbau von Synergien zur Verbesserung der Verfügbarkeit von Kompetenzdaten für die Großregion. Dazu sollte eine umfassende Auflistung der Datenquellen benachbarter Länder zu Kompetenzen entwickelt werden und die Einrichtung einer Datenaustauschplattform für Kompetenzdaten in der Großregion gefördert werden. Vor etwa 10 Tagen veröffentlichte Statec, das offizielle Statistikinstitut in Luxemburg, veröffentlichte seine Prognosen für Luxemburg hinsichtlich der Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts, der Arbeitslosenquote im Land und des Konsumindex. Das Statistikamt hat diese Daten am vorigen Donnerstag, 19. September, veröffentlicht. Die Prognose gelten für Ende 2024, aber auch für das Jahr 2025, während sich die Prognosen über den Zeitraum 26-28 erstrecken. Woran sollten wir uns erinnern? Statik schätzt, dass Luxemburg die Rezession im Jahr 2023 hinter sich lässt und für 2024 weiterhin ein Anstieg des realen BIP von plus 1,5% prognostiziert wird. Ab 2025 dürfte sich das Wachstum dann allmählich verstärken und am Ende des Zeitraums 3% erreichen. Was die Beschäftigung betrifft, werden die mittelfristigen Wirtschaftswachstumsaussichten von Statec jedoch als weniger günstig eingeschätzt als in ihrer vorherigen Version. Infolgedessen würde es für die Beschäftigung schwierig sein, ein Wachstum über 2% zu erreichen, und die Arbeitslosigkeit dürfte sich zumindest bis 2026 wieder über 6% einpendeln. Die Inflation würde trotz einer leichten Erholung im Jahr 2025 schnell sinken. Statec hat seine Prognosen für 2025 revidiert. Während zunächst ein reales BIP-Wachstum von rund 3% vorgesehen war, wurde dieses auf 2,7% revidiert. Die Revision sei nicht auf bestimmte Faktoren zurückzuführen, sondern stehe im Zusammenhang mit der allgemeinen Verschlechterung der mittelfristigen Entwicklungsaussichten, schätzt Statec. Bezüglich der Arbeitslosenquote schätzt Statec auch, dass diese bis zum Jahresende 5,9% erreichen wird, verglichen mit 5,2% Ende 2023. In den folgenden Jahren sollte die Situation eine gewisse Stagnation erfahren.
Die Erholungsprognose für 2025 würde bestehen bleiben schleppend. Das Beschäftigungswachstum würde nur 1,5% erreichen und die Arbeitslosigkeit läge bei etwa 6%. Wir müssten bis 2027 und insbesondere 2028 warten, um einen Anstieg der Beschäftigung über 2% zu sehen. Ein Anstieg, der jedoch unter den historischen Durchschnittsraten bleibt. Wenn ich diesen Vortrag mit einigen allgemeinen Überlegungen beenden müsste, würde ich sagen, dass wir das Luxemburg, das wir in den 90er und 80er Jahren kannten, in Zukunft wahrscheinlich nicht mehr kennen werden. Eine solche glanzvolle wirtschaftliche Entwicklung wird ein Moment in der Geschichte bleiben, der sich wahrscheinlich nicht wiederholen wird. Für das Saarland bleibt Luxemburg jedoch weiterhin ein Element, von dem das Land profitieren kann. Allerdings wird es unvermeidlich Probleme geben, die zwischen dem Saarland und Luxemburg, aber allgemeiner zwischen Luxemburg und alle seinen Nachbarn zu lösen sind. Ich kann sie so zusammenfassen. Erst, um den immer dramatischer werdenden Mobilitätsproblemen in Luxemburg, insbesondere aus Frankreich, entgegenzuwirken, muss die Telearbeit versteckt werden. 2. Luxemburg muss auch bei der Arbeit, der Telearbeit vorsichtig sein, denn es muss seine Wirtschaft erhalten und kann es sich nicht leisten, seinen Restaurant-, Hotel- und Kaffeesektor zu opfern. 3. Luxemburg bleibt abhängig von seinen Nachbarn und ausländischen Arbeitskräften. Grenzgänger sind für die wirtschaftliche Entwicklung Luxemburgs von entscheidender Bedeutung. Daran erinnerte kürzlich der ehemalige luxemburgische Minister Robert Goebbels, der Unterzeichner war von der Schengener Abkommens vor 40 Jahren im belgischen Radio vorige Woche. 4. Wir müssen auf die sprachliche Entwicklung Luxemburgs achten, wo sich Englisch immer mehr in der Wirtschaftswelt etabliert. 5. Es wird immer verschiedene Fragen der Diplomäquivalenz zwischen Luxemburg und seinen Nachbarn geben, die geklärt werden müssen. Und 6. Es bestehen weiterhin gute Entwicklungsperspektiven, von denen die Saarländer profitieren können. Ich denke zum Beispiel an den Flughafen Findel, der sehr bald erhebliche neue Entwicklungen erleben wird. Abschließend möchte ich sagen, dass den Beziehungen zwischen Luxemburg und dem Saarland noch gute Jahre bevorstehen. Ich möchte Ihnen für Ihre freundliche Aufmerksamkeit danken, Entschuldigung, und ich entschuldige noch einmal für mein schlechtes Deutsch.